Also mein Name ist Andrea Brauweiler. Ich bin Deutsche in Spanien geboren und habe meine Kindheit da verbracht. Daher spreche ich Spanisch. Das ist wichtig, weil es damit zu tun hat, wie ich nach Chile gekommen bin. Im Jahre 1982, zu einer Zeit, wo in Chile die Militärdiktatur noch herrschte. Und zwar sehr heftig. Wie kommt man als 21-Jährige oder 22-Jährige nach Chile? Ich war damals in Berlin, habe ich Sozialarbeit und Sozialpädagogik studiert. Da ich Spanisch sprach, bekam ich eine Arbeit angeboten in Chile, damals für mich sehr exotisch. Was das nun war, spielt eigentlich keine Rolle. Für ein Jahr. Also meine Absicht war, mein Studium zu unterbrechen, für ein Jahr nach Chile zu fahren und danach mein Leben so weiterzuleben, wie ich mir das so vorstellte. Und wie es so ist im Leben, kam es natürlich dann ganz anders. Also ich bin dann sehr jung, sehr naiv, sehr blauäugig nach Chile geflogen. Damals viel, viel weiter weg als heute. Es gab damals eigentlich kein Internet. Es gab keine Handys, das kann man sich heute kaum vorstellen. Es gab zwar Telefon, aber das hatte niemand da. Also es war eigentlich wirklich ins Unbekannte und ans andere Ende der Welt fliegen und in eine komplett andere Realität eintauchen. Ja, und diese Arbeit, die ich hatte, das hat sich dann nach kurzer Zeit zerschlagen. Ich wollte aber noch nicht zurück. Ich hatte ja praktisch meinen Sabbatical genommen und wollte das ausleben. In der Zeit habe ich dann meinen späteren Mann kennengelernt, einen Chilen, einen Künstler, einen Bildhauer, der ein sehr interessantes Projekt leitete, in das ich dann hineingekommen bin und in dem ich dann für den Rest meines Lebens in Chile, was dann 33 Jahre geworden sind, gearbeitet habe und sehr gerne gearbeitet habe. Jetzt aber zurück zum Zeitpunkt meiner Ankunft in Chile, 1982, 9 Jahre nach dem Militärputsch. Man muss sich vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeutet. Man hat ja den Militärputsch von hier aus natürlich mitbekommen, also mir war das bewusst. Von Chile hatte ich die Vorstellung, das liegt irgendwo Südamerika, irgendwo ganz weit unten links irgendwo. Natürlich war mir Allende ein Begriff, mir war Pinochet ein Begriff. Das war es eigentlich. Also sehr viel mehr wusste ich nicht. Ich wusste natürlich, was da passiert war und was aber die Aktualität dort war, das war mir eigentlich kein Begriff. Und die Auswirkungen kann man sich auch kaum vorstellen. Ich bin also da in dieses Land gekommen. Was bedeutet diese Diktatur oder was hat sie dort bewirkt im Land? Natürlich zuerst mal wurde die Verfassung abgeschafft. Das muss man sich mal vorstellen, ja, wenn man aus einer demokratischen Realität kommt, in ein Land zu reisen, wo einfach sämtliche demokratischen Grundrechte, Demokratie selber abgeschafft wird. Verfassung weg, die Parteien wurden verboten, ja, Nationalkongress abgeschafft, also Demokratie komplett eliminiert. Man muss es auch verstehen, damals im Kontext des Kalten Krieges, weltweit, also zwei große Mächte, zwei Ideologien, die gegeneinander eigentlich ankämpfen. Und Chile ist plötzlich auf die Weltbühne katapultiert worden, dadurch, dass eben da die erste sozialistische Regierung demokratisch 1970 an die Macht kam. Ja. Was natürlich diesen großen Mächten ein Dorn im Auge war. Und wie man weiß, haben diese großen Mächte auch viel mit dazu beigetragen, dass dieser Militärputsch dann eben stattfinden konnte. Und wie habe ich das empfunden, als ich dann da landete? Ich habe erstmal eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich mich überhaupt in diese Realität reingefunden habe. Also das alles erstmal aufgenommen habe, verarbeitet habe und dann aber sehr schnell gemerkt habe, was da eigentlich anders ist und was das tägliche Leben auch sehr stark beeinträchtigt. Also zum Beispiel die Ausgangssperre. Also Ausgangssperre war in Chile damals sehr, sehr lange Zeit zwischen 12 und 6 Uhr morgens. Also man durfte nicht auf der Straße unterwegs sein. Wer unterwegs war, wurde aufgegriffen, wurde verhaftet erstmal. Das war Teil der Maßnahmen, um die Gesellschaft zu kontrollieren. Dann standen, was mich sehr irritierte, überall im Zentrum an wichtigen strategischen Punkten in der Stadt standen Militärs
mit Pistolen, Maschinenpistolen im Anschlag, also nicht irgendwie so oder irgendwie so, sondern wirklich in Anschlagshaltung, was ich sehr als sehr bedrohlich empfunden habe. Ja, dann habe ich natürlich auch sehr schnell mitbekommen, wie so eine Gesellschaft funktioniert. Ich meine, die Leute müssen ja irgendwie weiter leben, weiter arbeiten, aber unter sehr, sehr erschwerten Bedingungen. Also die Diktatur geht ja dann sehr, sehr stark gegen die Gegner vor, ja, ihre Gegner vor. Das heißt, massive Menschenrechtsverletzungen werden begangen. Menschen wurden verhaftet, wurden gefoltert, verschwanden einfach, wurden außer Landes verwiesen, wurden getötet. Das wusste man. Man bekam was mit, das natürlich mit. Also es war, diese Demokratie war außer, war einfach ausgeschaltet worden. Und ich würde sagen, in den 70er Jahren, das war also noch, bevor ich angekommen war, man spürte es noch, dass die Gesellschaft irgendwie wie gelähmt war, im Schockstand, wie gelähmt war, Angst hatte. Menschen hatten wirklich Angst, weil es gab, man wusste genau, also wenn man den Mund aufmachte, wenn man Opposition betrieb, man lief wirklich Gefahr, verhaftet, gefoltert, getötet zu werden. Ja, und man wusste eben, wie diese Sachen vor sich gehen. Trotzdem musste die Gesellschaft ja irgendwie unter diesen Umständen funktionieren. Viele Menschen sind damals auch in Exil gegangen, was ja hier in Deutschland auch sehr zu merken war. Und die Äthelien sind ja auch mit offenen Armen hier aufgenommen worden. Dann gab es von der Junta eingerichtet natürlich Zensur. Man musste ja die gesellschaftlichen Vorgänge musste man ja kontrollieren ganz stark. Also Zensur auf jeder Ebene. Sämtliche wichtigen Institutionen waren von Militärs besetzt, also auch die Universitäten. Es gab einen Minister für Erziehung und Bildung, das war ein Militär, denkst du auch. Ne? Also so war das überall, auch halt auch in den Universitäten. Es wurde durchgeführt, die sogenannte Operation Limpieza, das war also die Säuberungsaktion, die Junta damit rechtfertigte, dass sie meinte, also dazu berufen zu sein, das Vaterland säubern zu müssen. Das haben irgendwie alle Diktaturen gemein. Irgendwie. Es ist unglaublich. Eben vom kommunistischen Joch. Also der Kommunismus war eben praktisch der große Überfeind, dieses, was irgendwo bis heute noch in Chile drinsteckt. Aber dazu komme ich dann später nochmal. Und die, alles, was in der Unidad Popular geschehen ist, also auch während der dreijährigen Regierung von Salvador Allende, wurde natürlich alles schlecht gemacht und verteufelt. Dazu gehört er natürlich auch klassisch auch für Diktaturen die Bücherverbrennung, wobei ich also etwas erwähnen muss, was wirklich witzig ist, wenn es nicht so tragisch wäre. Also zu den Büchern wurden auch welche verbrannt, die sich auf die Kunstrichtung Kubismus bezogen, weil die Militärs dachten, das hätte was mit Kuba zu tun. Es ist wirklich ja, also eine kleine Anekdote, die wirklich eigentlich schon lustig ist, aber natürlich tragisch. Ja. Dazu gehörte auch, dass eben, also in den zwischen 70 und 73 während der Unidad Popular waren ja auch die sogenannten Muralistas unterwegs, also Brigaden, richtige Brigaden, die haben riesige Wandbilder gemalt, die die Kunst dem Volk nahebringen wollten. Die Militärs haben das natürlich alles übermalt, übertüncht, versucht eben alles auszumerzen, was irgendwie nach Kommunismus, nach der vorherigen Regierung, nach Widerstand, nach irgendwas riecht, also irgendwie brutal zu unterdrücken. Und davon bekam ich also praktisch das dann so nach und nach, bekam ich das dann mit und war eigentlich entsetzt. Ich dachte also, in so einem Land kann man ja nicht leben. Also für mich war das eigentlich undenkbar. Ich dachte also, eigentlich bloß wieder weg. Und dann passierte aber, dass ich mich verliebt habe natürlich in meinen dann späteren Mann und dann mich entschlossen habe, da zu bleiben und mit ihm zusammenzuarbeiten, was mich dann wiederum in eine sehr interessante und faszinierende Welt der Kultur und der Kunst hineingeführt hat. Und zwar in ein Kunstzentrum,
das ist ein Kulturzentrum, was heute noch existiert, Plaza Mulatos Gil de Castro, im Zentrum, im Herzen von Santiago, also mitten im Herzen des Geschehens eigentlich, sodass ich mal die 33 Jahre, die ich letztendlich in Chile geblieben bin, viel mitbekommen habe, wie sich das Leben und vor allem der Widerstand dann organisiert hat aus der Sicht dieser Kunstszene heraus, was eben wirklich sehr, sehr faszinierend ist. Ja. Denn wir haben natürlich auch mitbekommen, dass kulturelle Museen, also Institutionen wie auch Museen auch irgendwie konkret interveniert wurden, angegriffen wurden. Das betraf natürlich ganz massiv die Kunstszene. Kunst ist ja Freiheit per se. Und das ist natürlich der größte Feind für so ein Regime. Das muss natürlich kontrolliert und wenn möglich unterdrückt und ausgemerzt werden. Von daher, ja, also wir haben angefangen zusammenzuarbeiten mit meinem Mann. Ich bin dann da geblieben. In diesem Kulturzentrum, das werde ich ganz kurz abreißen, es gab dort ein kleines archäologisches Museum. Man muss dazu sagen, das war eine Privatinitiative von zwei sehr reichen industriellen Unternehmern in Chile, die viel, viel Geld hatten und auch immer noch haben. Einer ist verstorben, der andere lebt noch, hat das Ganze inzwischen übergeben, aber damals sehr offen eigentlich dem konservativen Sektor zuzuordnen, wie es die Unternehmer auch heute eigentlich noch hauptsächlich sind in Chile, aber trotzdem sehr, sehr offen und sehr, sehr tolerant, sehr neugierig, sehr aufgeschlossen, Kunst- und Kulturliebhaber. Und die hatten eine Sammlung angelegt von archäologischen und ethnografischen präkolumbianischen Objekten von den indigenen Völkern in Chile. Es sind 9 offiziell anerkannte indigene Völker heute, von denen einige ausgestorben sind. Und die haben dann dieses Kulturzentrum eingerichtet im neokolonialen Stil, in einem sehr reizvollen Viertel im Zentrum von Santiago mit einem archäologischen Museum, mit dieser Sammlung, mehreren Kunstgalerien, Künstlerstudios. Es gab natürlich 2 Cafés, ein Restaurant, es gab eine Buchhandlung, es gab ein Antiquitätengeschäft und noch so einige andere Geschäfte, aber alle standen sie in Beziehung mit Kunst oder mit Kultur. Und was sehr wichtig ist, einer Kunstfachhochschule. Wie kam das zustande? Das kam dadurch, dass, wie ich schon vorhin erwähnte, die kulturellen Institutionen, also auch die Universitäten, die hoch angesehenen und traditionellen Universitäten wie die Universidad Católica und die Universidad de Chile, waren ja interveniert von Militärs und selbstverständlich sind sämtliche Dozenten entlassen worden, die auch nur annähernd links waren oder halt mit dem vorherigen Regime in Verbindung gebracht wurden. Es wurden also nur regimetreue Dozenten dagelassen, die anderen wurden entlassen. Und davon haben sich einige, und zwar der besten Professoren und Professorinnen Chiles zusammengeschlossen und haben eben diese informelle, nicht offiziell anerkannte Kunstfachhochschule ins Leben gerufen, die also wie gesagt wirklich die besten Dozenten Chiles hatte und an denen einige der besten Kunststudenten von Chile auch ausgebildet wurden. Die Kunstschule war nicht anerkannt. Es gab also nach Abschluss kein Dokument. Also es gab keinen Abschlusszeugnis. Es war alles informell. Trotzdem wurde eben Kunst dort gelehrt, höchst professionell. Und daraus sind einige der besten Künstler Chiles eben hervorgegangen. Die war eben auch bei uns eingegliedert, so ein bisschen versteckt auf dem Hinterhof. Es war also dieses Kultur- und Kunstzentrum ein wohliges Nest, eine kleine Insel innerhalb dieser repressiven Realität, die uns umbrandete sozusagen. Also dieser Platz war auch ein Steinwurf sogar vom Verteidigungsministerium entfernt. Also wir hatten auch immer wieder, wenn Ausstellungen stattfanden, kamen Militärs vorbei, gucken sich das an. Wobei man eben dazu sagen muss, und das passt zu meiner vorherigen Anekdote mit den Bücherverbrennungen und diesen Büchern über Kubismus. Die Militärs waren zwar sehr gewieft, aber relativ ignorant und haben eben viele Dinge einfach nicht begriffen und verstanden. Ja. Und
so lässt sich auch erklären, dass eben Ende der 70er Jahre, wo diese eiserne Hand der Repression etwas gelockert wurde, sich dann der Widerstand sowohl in der Zivilgesellschaft als auch bei bestimmten Gruppen eben halt in der Kunst, in der Kultur, und ich spreche jetzt nicht nur von der bildenden Kunst, sondern eben auch, natürlich war der Widerstand immer da, aber er wurde stärker, er bekam eine Stimme, eine lautere Stimme, trat mehr auf und wurde immer präsenter. Und das so hat sich langsam die Zivilgesellschaft zusammen mit eben anderen Akteuren Luft gemacht und angefangen, diese Proteste auch sichtbarer, lauter werden zu lassen. Und es tauchten eben bestimmte wirklich Störungen im System auf. Also ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren, ich hatte damals, also Ende der 80er bekam ich meinen ersten Sohn, und es wurden also zum Beispiel Sabotageaktionen durchgeführt. Also es zogen nachts Gruppen los von jungen Leuten. Die waren unterwegs mit langen Eisenketten, die wurden dann hochgeschleudert auf die Hochspannungsmasten, und dadurch gab es dann einen riesigen Stromausfall natürlich, die sogenannten Apagones, wodurch also ganze Stadtteile, mehrere, im Dunkeln lagen in der Nacht. Und im Schutz dieser Dunkelheit zogen dann eben auch wieder Gruppen los, errichteten irgendwo Barrikaden, schoben Autoreifen zusammen, zündeten die an, und wenn die Carabineros auftauchten, waren die dann verschwunden. Aber das waren so die ersten Manifestationen von zivilen auch Widerstand, der immer stärker wurde. Ich habe das auch noch im Ohr, dass dann während dieser Apagones, das wurde dann nachher auch wirklich organisiert, man sagte Protestaktionen eben dann und dann, dann gab es diese Apagones oder auch nicht. Und in der Nacht war man dann eben aufgerufen, also gerade in den marginalen Vierteln, also in den Vierteln, wo wirklich Armut und Repression besonders stark zu spüren waren, dass die Leute dann einfach Töpfe und Pfannen rausgeholt haben, Kochlöffel, und darauf getrommelt haben. Und das war ein Geräusch, das habe ich heute noch im Ohr. Also dieses massive Trommeln und Klopfen auf diese, ja, das waren ja auch ganz einfache Aluminiumtöpfe, was besonders schön halt eigentlich. Und das zog sich eben durch ganz Santiago und langsam eben auch in die besseren Viertel. Das wurde also eigentlich immer mehr. Und das wurde dann auch in der Kunstszene, hat sich das bemerkbar gemacht, indem also Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre manifestierten sich plötzlich andere Kräfte. Das waren neue Kunstrichtungen, die sowieso mit den traditionellen Kunstformen Malerei, Bildhauerei, Druck und so weiter eben sowieso brechen wollten. Und die nach neuen Ausdrucksformen gesucht haben, um neue Codes zu entwickeln, um auch diese Repression zu unterwandern und Ausdrucksformen zu finden, die eben so subtil waren, auch sehr intellektuell waren, dass sie eben auch von der herrschenden Gewalt von den Militärs eben auch überhaupt nicht verstanden wurden, ja, und sich deswegen auch ausbreiten konnten. Die Idee dahinter war auch, massiv auch soziale Probleme zum Ausdruck zu bringen. Das waren teilweise Kunstrichtungen wie die Escena de Avanzada, also die, sozusagen die Szene der, also die Vorhut, würde man das so übersetzen, die auch sehr stark mit Theoretikern zusammengearbeitet hat, so dass praktisch erstmal die Theorie, Kunsttheorie und die Aktionstheorie entworfen wurde, die dann umgesetzt wurde von den Künstlern. Es gab noch eine andere Gruppe, die sehr berühmt ist und die auch international ihr Echo gefunden hat. Die nannte sich CADA, also CADA. Das steht für Colectivo de Acciones de Arte. Das waren 5 Leute, interessanterweise also fast paritätisch besetzt, also eine Künstlerin, ein Künstler, eine Schriftstellerin, ein Schriftsteller und ein Soziologe. Und die haben Kunstaktionen ins Leben gerufen, die auf sehr subtile Art einen Protest formulierten und dabei aber auch die Bevölkerung mit einbezogen.
auf soziale und eben vor allem politische Missstände hinwiesen, aber auf eine Art und Weise, die halt von den Militärs nicht erkannt wurde oder eben so intelligent in Szene gesetzt wurden, dass die das erst hinterher gemerkt haben. Zum Beispiel, also ich kann da ein Beispiel dafür anbringen. Also die Idee war, die sogenannte Sozialskulptur zu formen, also praktisch Kunst und Menschen zueinander zu bringen und ja, halt diese sozialen Missstände und die politischen Missstände zusammenzuführen und eben in diesen Kunstaktionen zum Ausdruck zu bringen. Also eine sehr berühmte Aktion, die eben auch sehr schnell stattfanden, aber dokumentiert wurden durch das neu aufgekommene Medium Video, was von diesen Künstlergruppen sehr stark genutzt wurde, genau wie die Fotografie, um eben diese Aktionen, die ja aufpoppten aus dem Nichts und dann sehr schnell wieder vorbei waren teilweise, einfach um nicht erwischt und verhaftet zu werden, wurde das dokumentiert durch Fotografie, durch Videoaufnahmen, die dann natürlich dann auch clandestin und im Geheimen dann eben zirkulierten und auch ins Ausland kamen. Also eine Aktion zum Beispiel war die Aktion, die nannte sich Para no morir de hambre en el arte, eigentlich, oder Para no morir de hambre und dann en el arte, also um nicht Hungers zu sterben in der Kunst. Die bestand daraus, dass man also mit einem großen Unternehmen, was Milchprodukte herstellt, zusammenarbeitet mit der Firma Sobrole, die gibt es bis heute. Und es wurden eben wurde Milch abgepackt in Halb-Liter-Päckchen und wurde dann massiv in einem sehr armen Viertel von Santiago, in La Granja, an Bedürftige verteilt. Das Ganze wurde gefilmt dann auch und dokumentiert. Dann fuhren riesige Lastwagen dieser Firma, Sobrolle stand ganz gut da drauf. 10 Lastwagen stellten sich vor das Museo de Bellas Artes, das größte Kunstmuseum im Land. Das Museum wurde, der Zugang wurde mit einem riesigen weißen Tuch zugehängt, also praktisch gesperrt. Das war also eine sehr, sehr subtile Kritik und ein Hinweis auf die Aktionen auch während der Allende-Zeit. Allende war ja Arzt von Beruf und ein großes Anliegen von ihm war gewesen, der armen Bevölkerung zumindest die Grundnahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, also den Kindern, damit sie sich gut entwickeln können. Zumindest, und das, was ist also für Kinder, das Wichtigste ist halt Milch. Und damals wurde eben in den sogenannten Poblaciones, also in den Armvierteln, tatsächlich ein halber Liter Milch an die Kinder ausgeteilt. Und diese, also ich spreche jetzt von den zwischen 70 und 73, als Allende Präsident war. Und das greift dieses Künstlerkollektiv gerade auf und übersetzt das wieder auf eine sehr subtile Art und Weise und sagt, para no morir de hambre. Und sie meinten eben, was wir möchten, und da werde ich jetzt mal zitieren, deswegen muss ich meinen Spickzettel konsultieren. Da stand dann, also als darunter noch, para permanecer hasta que nuestro pueblo acceda a sus consumos básicos de alimentos. Also das soll jetzt so bleiben, bis unser Volk Zugang hat zu den wirklich wichtigsten Grundnahrungsmitteln. Das zielt natürlich nicht nur, also auf subtile Art, auf diese Aktion von Allende, aber auch auf die Lebensmittel, sondern natürlich auch auf die Grundrechte, auf die demokratischen Grundrechte, die ja, also Demokratie, freie Wahlen, Parteien und so weiter und so fort. Und das war wirklich großartig. Und das wurde eben alles gefilmt und gelangte eben auch ins Ausland und wurde eben so bekannt. Eine andere sehr, sehr wichtige Aktion war die Aktion No Mas, also nicht mehr, wobei No, nein, N-O, und Mas wird eben durch das Pluszeichen abgebildet. Diese Aktion fand 1988 statt, Entschuldigung, zwischen 83 und 84. Die vorherige, die ich erwähnt habe, bei der No Morir de hambre, war übrigens 1979, also wirklich noch in den, relativ kurz nach dem Militärputsch. Und diese Aktion No Mas bestand eben aus ganz vielen Einzelaktionen.
dieses Normas, da konnte sich praktisch jeder dazu denken, es ist, was jeder Einzelne, also nicht mehr wollte. Normas, was, also nicht mehr was denn eigentlich, also nicht mehr Diktatur, das wurde offen gelassen, ganz bewusst. Nicht mehr Diktatur, nicht mehr Unterdrückung, nicht mehr Folter, nicht mehr Mord, nicht mehr Freiheitentzug. Wir wollen das alles nicht mehr. Und das alles wurde eben symbolisiert durch dieses Normas, was überall in der Stadt hingemalt wurde. Auch bemerkenswerterweise auf diese großartigen weißen Flächen, die vorher diese Murales übermalt hatten. Da wurde nun wiederum dieses Normas draufgemalt. Und da konnte sich jeder eben dazu denken, was ist das eigentlich, was ich jetzt nicht mehr will? Also wirklich nicht mehr will. Ja. Und das ist eben auch aufgegriffen worden von der Bevölkerung und ist dann eingeflossen in diese große, große Protestbewegung Ende der 80er, als Pinochet dann die großartige und für ihn sehr schlechte Idee hatte, zu diesem zu dieser Volksabstimmung aufzurufen, die ja 1988 stattfand. Ich wurde gefragt, warum er das eigentlich gemacht hat. Und da kann ich eigentlich nur sagen, weil worum ging es eigentlich bei dieser Volksabstimmung? Also es sollte ganz einfach darüber abgestimmt werden, ob Pinochet noch an der Macht bleiben sollte bis 1997. Es gab also sollte einen einzigen Zettel geben. Da stand ein Ja und ein Nein drauf. Und neben der Nein-Option war wie auf allen Stimmzetteln ein waagerechter Strich, wo man dann bei der Wahl einen senkrechten Strich, also entweder bei der Option Ja, Pinochet soll bleiben, oder Nein, Pinochet soll gehen, machte man den senkrechten Strich durch diese Option. Und was war das letztendlich? Das No Mas. Also es ist wirklich großartig. Nochmal ganz kurz zurück zu diesen Kunstaktionen. Eine war zum Beispiel, weil da natürlich die Militärs natürlich sehr schnell dahinter gekommen sind, was das eigentlich war und dass die zur Subversion und zur Opposition aufriefen, dieses Kollektiv. Man formierte, es waren so Pop-Up-Aktionen, die blitzschnell aufpoppten und dann auch blitzschnell wieder vorbei waren. Also nur als Beispiel, das Kollektiv rannte auf eine Brücke über den Mapuche-Fluss. Die Kameras waren auf der gegenüberliegenden Brücke, auf der nächsten Brücke natürlich installiert, schon fertig zum Dokumentieren. Und dann wurden ganz schnell riesige Leinwände runtergerollt, auf denen dieses Normas zu sehen war. Also Normas. Und bevor da irgendwie Polizei auftauchen konnte, wurden die schnell wieder eingerollt. Schwupp, man war weg. Aber das Ganze hat stattgefunden, war weithin sichtbar und war dann dokumentiert worden. Und das war dann eben so häufig, dass es wirklich seine Auswirkungen auch hatte. Und genau das reflektierte, was in der Bevölkerung dann irgendwie schon brodelte und immer stärker aufkochte und irgendwann wirklich das Fass zum Überlaufen brachte. Und jetzt wieder zurück zu diesem Plebiszit, also zu der Volksabstimmung, was Pinochet wirklich in der tiefsten Überzeugung, da hat er sich wirklich grundsätzlich geirrt, zugelassen oder sogar organisiert hat, in der Ansicht, er würde gewinnen. Ganz einfach. Weil ich meine, es gibt in Chile sehr starke konservative Kräfte, das muss man dazu sagen. Das ist sehr stark in Chile verwurzelt, war eigentlich immer so, das hat seine Wurzeln in der Kolonialzeit in Chile und hat sich bis heute fortgesetzt. Und es ist eben heute leider immer noch so, dass Chile wirklich in zwei große Lager gespalten ist. Das sieht man noch bei den Wahlen immer wieder, in rechts und in links. Und wo aber leider Gottes diese lange Zeit der Diktatur und der Unterdrückung und der fehlenden Demokratie, also der fehlenden Demokratiepraxis, sehr stark dazu beigetragen hat, dass einfach Demokratie verlernt wurde. Das kann man nämlich auch verlernen. Also es ist keine Auseinandersetzung stattfindet. Natürlich findet die jetzt schon seit 1990 gibt es wieder Demokratie in Chile, also schon wirklich über 30 Jahre. Aber man merkt es immer noch. Es ist immer, das Gegenüber ist dein Feind. Es ist nicht dein Gegner, mit dem du dich auseinandersetzt.
verständigen kannst und eventuell koalieren kannst. Es ist immer noch dieses Feindbild vorhanden und dieses tief eingefleischte Misstrauen, dass der andere eben dein Feind ist. Und ja, das ist eigentlich sehr, sehr tragisch. Aber nochmal zurück zu dieser Volksabstimmung. Für mich persönlich, ich muss sagen, Chile war sehr großzügig, ist sehr großzügig mit Ausländern immer gewesen. Nach 5 Jahren des Aufenthaltes bekommst du einen permanenten Aufenthaltstitel, der dir sämtliche Rechte, Bürgerrechte zusichert. Das Einzige, was ich nicht sein kann, ich kann nicht Präsidentin von Chile werden, das habe ich aber auch nicht vor. Und man darf dann eben auch an Wahlen teilnehmen. Und für mich war es einfach ein großartiges Erlebnis, diese Zeit mitmachen zu dürfen, der Kampagne, La Campaña del No, also diese Nein-Kampagne und die Ja-Kampagne miterleben zu können, was eine sehr aufregende Zeit war, und eben auch mit wählen zu dürfen und eben mein Kreuz dann hinter das Nein setzen zu können und mit dazu beitragen zu können, dass die Demokratie dann irgendwann wieder Einzug gehalten hat in Chile. Wobei man auch dazu sagen muss, Pinochet hat sich eben geirrt, weil er dachte, seine Kräfte, also er hat so toll gemacht und so gut gemacht und Chile eben zu wirtschaftlichem Aufschwung geführt und so weiter, dass er gewinnen würde. Er hat aber wirklich die demokratischen Kräfte unterschätzt, die sich zusammenschlossen und auf eine sehr, sehr starke und geschlossene und kreative Art und Weise diese Kampagne geführt haben, die großartig war, sodass diese Option letztendlich gewonnen hat und Chile wieder zur Demokratie zurückkehren konnte.